Hi zusammen! Ja, ich bin zurück aus meiner Sommerpause. Falls ihr euch gewundert habt, warum in den letzten Wochen keine Videos von mir gekommen sind. Ich habe geheiratet, war in den Flitterwochen und habe dann einfach eine kreative Pause gebraucht. Jetzt geht's aber wieder los. Ich habe mich sehr viel inspirieren lassen und habe ja, einiges vor mit euch in nächster Zeit. Heute fangen wir an mit meinem Miyakosa-Pick des Monats. Miyakosa brauche ich wahrscheinlich jetzt gar nicht mehr so viel zu erzählen. Also wir sind einige YouTuber, die sich regelmäßig ja, Produkte überlegen, für die wir denken, dass sie für euch interessant sind. Und Miyakosa bietet die dann eben zu einem ja, besonderen Preis an, in Kombination mit besonderen Goodies. Oder wie in meinem Fall suche ich immer explizit nach Marken und Produkten, die es hier in Deutschland nicht gibt. Oder nur sehr, sehr schwierig zu organisieren. Vielleicht, wenn ihr mich schon länger verfolgt, wisst ihr, dass ich immer schon so eine Affinität zu Nail Designs hatte. Und natürlich folge ich auf Instagram einigen Leuten, ja, so Nail Artists, ja, die die ganze Zeit nur solche geilen Sachen da auf die Pinsel, auf die Finger pinseln. Und ja, vielleicht seid ihr ja auch solche Instagram-Fans und findet da immer mal wieder so Nail-Designs und man fragt sich, ey, boah, wie machen die das? Ich kann mir nicht vorstellen, das mit einem Pinsel drauf zu machen. Das ist doch bestimmt total viel Arbeit und so. Und deswegen habe ich mir ausgesucht für diesen Monat für euch die Barry M Nail Art Pens. Die haben nämlich einen mega wahnsinnigen Vorteil, dass man im Gegensatz zu so einem Pinselchen und Nagellackfläschchen erstmal kein Pinselchen und kein extra Nagellack und so eine Schmiererei, Manscherei hat und aufpassen muss, dass der Nagellack nicht noch irgendwie antrocknet beim Auftragen und so weiter. Also man hat alles in einer bequemen Stiftform und weil es eben ein Stift ist, es kommt hier eben gleichmäßig der Nagellack raus. Man muss sich halt nicht so mega beeilen. Trotzdem trocknet der mega schnell. Und der hat eben eine sehr tolle Spitze. Also ich konnte damit, ich habe das hier mal gemacht, auf einem Blatt ganz normal wie mit einem Stift schreiben. Ich habe auch schon das erste Nail Design für euch ja, mal aufgemalt. Da seht ihr, also es ist wirklich mega easy und die Spitze ist relativ fein. Also das ist jetzt hier so ein Sugar Skull, ja, also ich dachte hier für Halloween und so ist das doch vielleicht ganz witzig. Also was ihr natürlich da drauf malt, ist ganz egal. Ein kleiner Tipp von mir am Rande, seid nicht so ungeduldig wie ich, wenn man nämlich hier sehen kann, war der weiße Nagellack darunter noch nicht ganz trocken, also noch nicht zu 100% trocken und das muss auf jeden Fall sein. Also der Nagellack, auf den ihr drauf malt, muss zu 100% richtig trocken sein. Sonst verschiebt ihr den und dann gibt das so hässliche Klumpen, so Knubbel, ja, also so ein Nagellackknubbel und das sieht nicht schön aus, das will ja keiner. Und klar muss alles einmal richtig durchgetrocknet sein, bevor ihr euren Überlack drauf macht. Das muss ich vielleicht nicht unbedingt nochmal extra erwähnen oder vielleicht doch, ich weiß nicht. Also seid nicht so ungeduldig wie ich. Ja, und ja, also wie gesagt, das ist eins. Eine Inspiration für die Nägel, falls ihr noch weitere Inspirationen wollt oder einmal ja, diese Pens in Action sehen wollt, dann bleibt jetzt dran, denn wir machen jetzt noch mal ein schnelles Nail Art Design zusammen, damit ihr mal die Pinsel ja, in Arbeit sehen könnt. So, also wem ja, das irgendwie zu viel ist, auf jeden Nagel was drauf zu machen. Also was ich persönlich total schön finde. Aber das ist wie immer natürlich alles totale Geschmackssache. Wenn man ja vielleicht nur auf zwei Fingern was drauf macht oder vielleicht auch nur auf einem Finger. Das ganz dezent. Das muss nicht immer total bunt sein und verschnörkelt und mit Herzchen oder so. Ja, also ein weiteres Beispiel, was ich euch einmal hier vormachen will. Ja, also zuerst mal nimmt man seinen Stift, ja, seinen Stift und den muss man schütteln, klar, damit sich der Nagellack da drin gut verteilen kann. Wenn man die das erste Mal benutzt, dann, ja, dann muss man so ein bisschen pumpen, also mit der Spitze und dann, ja, oh, okay, dann kommt da auf jeden Fall jede Menge raus und ja.
Ich habe jetzt einen schwarzen matten Nagellack aufgetragen und werde jetzt hier einfach was draufmalen. Ich hoffe, ihr seht das ganz gut. Also, so in die Mitte. Und das war's auch schon. Also das sieht dann, Moment, ich muss euch mal rauszoomen. Insgesamt würde das dann so aussehen auf den Nägeln. Also ich finde das ganz cool. Man kann das natürlich auch auf jeden Nagel drauf machen. Ich würde jetzt hier auf den Ringfinger auch noch was drauf machen, damit es ja halt ein bisschen cooler aussieht. Also dasselbe nochmal. Ich mag am liebsten matte Nagellacke dafür verwenden als Base, weil die halt unheimlich schnell trocknen und man kann darauf total super gut zeichnen. Also gerade jetzt für den Herbst, Winter und so finde ich das eigentlich ganz cool. Aber wir zeigen, ja, also das heißt nicht, aber ich zeige euch auf jeden Fall noch ein weiteres. Das sind übrigens die vier Farben, die es gibt. Also es gibt wirklich nur Schwarz, Weiß, Rosa und Silber. So, jetzt habe ich noch ein weiteres Nail-Design gezaubert und zwar mit Neon-Nagellack und das soll halt so ein Comic-Nailart sein, ja, wie man, also das soll halt aussehen wie aus dem Comic, wie gemalte Comic-Nägel und ja, dafür habe ich den schwarzen Nail-Art-Pen genommen und den weißen und ja, einfach einen neon-pinken Nagellack und den schwarz umrandet und halt diese Lichtglanzeffekte mit dem Weiß drauf gemalt. Und ja, das ist auf jeden Fall mein letztes Nageldesign für heute und das lasse ich jetzt schön trocknen, mache noch ein Überlack drauf gleich und das wird auf jeden Fall auch mein Nail-Design für die kommenden Tage bleiben. Ich finde das nämlich total cool. Und falls ihr jetzt überhaupt irgendwie nicht so der Typ seid für diese ganzen Nail-Art-Geschichten und ja, wenn ihr jetzt nicht so der Fan davon seid, euch etwas auf die Fingernägel zu pinseln oder zu zeichnen, dann habe ich noch eine kleine Empfehlung für euch. Und zwar habe ich diese wunderschönen Nagellacke entdeckt. Und zwar sind das Sandnagellacke, ja. Also die trocknen halt matt und mit diesem Sandeffekt. Und trotzdem haben die noch diese bunten, groben Konfetti-Glitter da drin. Und die sehen so cool aus. Ich habe die euch hier auch mal geswatcht auf jeden Fall. Weil ich da jetzt nicht mit dem Nail Art Pen schreiben konnte, also draufzeichnen konnte, habe ich die euch nicht auf die Nägel gemacht, sondern hier einmal, damit man das sehen kann. Also das ist so cool, da freue ich mich auch schon total drauf. Ah, okay, das war's für heute. Wir sehen uns in den nächsten Tagen wieder, meine Lieben, und bis bald.